Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr habt gemerkt, die Folgen wurden zusammengeschnitten. Jetzt Zeit für eine neue Folge. Oh fuck. Das Zusammenlaufen der Storys gerade war happig. Zurückdrehen könnten. Ich hatte ein Zuhause, einen liebenden Vater. Wir waren glücklich. Ich war glücklich. Und wusste es nicht einmal. Ich wollte nur, dass mein Volk frei ist. Aber ich habe es in eine Katastrophe geführt. Ich versuche, Antworten zu finden, aber um mich herum bricht alles auseinander. Was soll ich tun, Carl? Sie töten uns. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber welche Wahl habe ich? Was soll ich tun, Carl? Sagen Sie mir, was soll ich tun? Wir sind echt in der alten Kirche. Oh fuck. Ja, jetzt muss ich eine aufmunternde Rede halten. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Danke, Simon. Danke. Das tat eigentlich ganz gut. Ein Fuck, Zweifel kann so zerstörerisch sein. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten.
Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Wohin du auch gehst. Oh Mann, es ist auch eine so dermaßen beschissene Ausgangssituation, ey. Wirklich. Das wäre Luther da hinten. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Auch wahr. Sei vorsichtig. Fuck, sind wir weich geworden als Connor. Aber Hank wäre stolz auf uns. Hank wäre, glaube ich, stolz auf uns. Hank, das war für dich! Oh, fuck. Der ist etwas kopflos. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Wir sind mir alle vertrauen. Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck. Meine Entscheidung. Ja, meine Entscheidung. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Wir haben die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit demonstriert. Wir haben die ganze Zeit friedlich marschiert, ohne Gewalt, ohne alles. Und wir wurden abgeschlachtet.
Gehen wir den Weg weiter? Und sterben für unsere Überzeugung? Oder B? Diese Gewalt hat jetzt genug Gegengewalt erzeugt. Wir haben alles getan, was wir konnten, um friedlich zu demonstrieren. Und niemanden zu verunsichern und Angst zu machen. Und man sieht es auch, die öffentliche Meinung ist einfühlsam. Aber ich könnte jeden verstehen, der nach so einer Aktion tatsächlich sagt, wir haben alles getan, was ging, und wir gehen die Revolution. Wir gehen auf die Barrikaden und wenden selber Gewalt an. Aber ich bin ehrlich. Auch wenn ein oder andere im Chat andere Erwartungen haben als ich, Vapor, mit den Channel Points wirst du noch warten müssen. Ich habe da momentan noch keine Zeit für. Töten, töten, töten. Ja. Aber das ist deine Entscheidung. Ja, Isan, ich weiß. Ganz ehrlich, ich zieh das durch. Ich habe so das angefangen. Ich war so bedacht, keine Gewalt walten zu lassen. Und ich werde es auch so zu Ende bringen. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Oh ja. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ja! Ich auch so. Einer muss den Gewaltkreis unterbrechen. Sehe ich so. Wir ziehen das durch. Ich bekomme voll die Gänsehaut, ja. Connor? Hä? Ich hatte hier Connor? Holy fuck. Was sind denn hier für Wege offen? Krass, okay. Tja, schauen wir mal. Die letzte Folge ging eine halbe Stunde. Da geht diese heute halt nur 15 Minuten, Leute. Bis uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.